Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda. Oh Mann, da habe ich gerade sogar Schluck auf. In der letzten Folge haben wir derbe abgekackt bei dem Boss, den wir jetzt hier gleich machen. Und haben sogar, beziehungsweise ich habe sogar zu schnell gedrückt und bin zu Hause wieder gelandet, mussten erstmal wieder hierher rennen und ja, schauen wir mal, was wir jetzt hier noch schaffen. Also, wie gesagt, letzte Folge war ziemlich derbe, da haben wir aufs Maul bekommen vom Boss. Und ich hoffe ja, dass wir jetzt hier was packen. Ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen. Ich glaube, wir müssen einfach das Auge irgendwie bekämpfen. Ah, warte mal, ich glaube, ich muss in die Wand. Ah, siehst du? In die Wand muss ich und dann ihn bekämpfen. Das ist aber zu easy. Ich glaube nicht, dass das alles ist. Oh, okay. Es hat sich sein Auge geändert. Krieg dich mal ab, Junge. Ich kann ihn nicht ausweichen. Okay. So. Jetzt wird sie mich wieder zerdrücken. Ist total beruhigend. So, jetzt verwandelt er sich, denke ich mal, nochmal. Ne, jetzt blinkt er erstmal rot. Und will mich wieder zerdrücken. Autsch. Nein! Ah, fuck. Nee, geh weg. Ich will nicht zerdrückt werden. Komm, geh kaputt. Ist nicht wahr. Jetzt will er mich nochmal kaputt machen. Oh, was? Nein, komm schon. Ach scheiße. Da hätten wir ihn fast geschafft. Ja, das also ist schon schwierig. Nein, nicht hier im Verlies starten natürlich. So. Ach du Scheiße. Und das jetzt mit so wenig Herzen. Wie bekommen wir jetzt wieder volle Herzen? Wir werden doch jetzt... Ich will nicht mit drei Herzen anfangen. Wieso kriegen wir nicht gleich volle Herzen? Also das verstehe ich jetzt nicht. Wenn wir wirklich... Respawn. Warum haben wir denn nicht gleich volle Herzen? Das ist scheiße. Habt ihr scheiße gemacht, Nintendo? Mal gucken, vielleicht kriege ich da irgendwo anders noch Herzen. Wäre ja ziemlich cool. Aber immerhin weiß ich jetzt, wie ich ihn bekämpfen muss. So, schau ich mal, habe ich hier irgendwie Herzen? Nö, haben wir nicht. Dann schau ich mal, ob wir da hinten irgendwo ganz Herzen haben. Also bei dem anderen Raum, nicht in dem Bossraum. Das wäre jetzt nicht gut. So, kriegen wir hier Herzen? Ja, da. Supi. Haben wir volle Herzen. Mehr wollte ich gar nicht. So, immerhin wissen wir, wie wir ihn bekämpfen müssen, ohne dass wir jetzt mal eine geditscht bekommen. Bam! Achso, jetzt wirst du mich gleich zerdrücken.
Ach nein. Okay. Jetzt bist du lila. Ich habe noch kein Herz verloren. Und da ist noch ein Herz. Ich muss mal gucken, ist da noch ein Herz irgendwo? Nee. Ich falle natürlich gleich sofort runter. Was? So. Wofür dazu? Alter, ich werde hier einfach jetzt mal im Kreis laufen. Na komm. Okay, jetzt blinkt er schon mal. Ich werde jetzt hier einfach nochmal im Kreis laufen. Scheiße. Jetzt habe ich nur noch den Spalt hier oben, oder was? Das ist kacke, das ist verdammt kacke. Wobei, ich könnte ja auch rein theoretisch mal hier gehen oder auch nicht. Alter, chill, chill. Alter. So, komm, das war das letzte Mal, oder? Ja, danke. Danke. Oh. Scheiß die Wand an. 3 Versuche haben wir jetzt gebraucht. Ein Herzcontainer. So, ich werde mal hier rumspazieren. Reicht das schon? Ja. Ein weiteres Herz. Yeah, man. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Also das war anstrengend. Das war schon anstrengend, ne? Und damit haben wir den ersten Weisen. Kann ich es gleich befreien, oder? Scheint so. Oh, nee, jetzt bin ich hier irgendwo und nirgendwo. Was ist das? Ach, Sirius ist das. Doki, du bist in dieser kurzen Zeit so stark geworden. Doch um den Frieden nach Hyrule zurückzubringen, brauchst du die Kraft aller 7 Weisen. Bitte, rette auch die anderen Weisen. Vielen Dank, Doki. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Bis ich den nächsten gerettet habe, wer das auch immer sein mag. So. Wie, mehr war nicht? Also ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Hab schließlich hier, ne? Mehrfach mein Leben aufs Spiel gesetzt. Ist ja gut. Ja, dann speichern wir einmal, damit du hier, ne, die Gursch hältst und so. Nee, ich will jetzt keine Pause. So, Pause. So, hatten wir unsere Pause. Ne, damit das Spiel auch mal seine Ruhe gibt hier. Dann gehen wir hier mal raus aus dem Wald. So, 1 von 7 haben wir geschafft. Wir können stolz auf uns sein. Jetzt gehen wir erstmal zum Schmied. Hier nicht. Geh weg! Jung. Okay, ich muss, denke ich mal, hier durch den Schlitz erstmal wieder. Und gehen dann... Wo war denn der Schmied? Beim Haus gehen wir, bei meinem eigenen Haus, genau. Da gehe ich erstmal durch, damit wir zum Schmied können. Oder bei unserem Schmied? Ich gehe mal zum unseren Schmied. Vielleicht können wir... Bei unserem Schmied, ja. I don't know, where are you? Oh, hallo.
Ist hier drinnen vielleicht? Oder da oben unter dem Stein? Hallo? Okay, ich finde in letzter Zeit einfach keinen Schlaf. Ich höre die ganze Zeit irgendein komisches Quieken auf dem Dach. Das macht mich noch ganz verrückt. Ja, gut. Also doch unter dem Stein auf dem Dach da. Die Frage ist nur, wie ich da hochkomme. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann später herausfinden. Denn wir müssen ja das eine Herzchen da auch noch gucken. Hallo Doki, du hast mit dem alten Mann gesprochen, oder? Was hat er dir über dieses Street Pass erzählt? Wenn das toll ist, muss ich mir wohl auch mal ein Schwert kaufen. Ja. Mach das mal. Ich gehe erstmal hier zu dem Schmied. Vielleicht kann er mir das Masterschwert schon verstärken. Hey, Loki. Kri ist nirgends zu finden. Wir haben schon überall nach ihm gesucht, aber er ist wie vom Erdboden verschluckt. Er wurde doch hoffentlich nicht von diesem Monster entführt. Nein, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein, oder? Sag mir, dass ihm nichts passiert ist. Verzeihung, da fällt mir ein, Doki. Hey, hast du da etwa Master Erz? Wo hast du denn in ein derart seltenes Material aufgetrieben? Leider kann ich dein Schwert erst veredeln, wenn du mir zwei Brocken bringst. Oh, echt jetzt? Da habe ich schon so ein geiles Erz gefunden und dann muss ich auch noch zwei davon haben. Du sagst, es ist selten, du Affe. Na gut, dann gehen wir erstmal zu mir nach Hause. Quick. So, hier lang, hier lang. Und dann muss ich hier wieder runter. Wo ist denn der Alte hin? Steht nicht mehr hier. Egal. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Wobei, warte mal. Was war eigentlich da unten noch? Gehen wir erstmal hier lang. Den habe ich noch nicht, echt? Ups. Ja, so wird das nicht. Blub. Habe ich dich. Weil hier war aber auch noch einer. Der war ja irgendwie oben drauf. Wo war der? Hey, doch rein. Ah, hier. Hier muss ich auch irgendwie hochkommen. Ne, ich wollte jetzt eigentlich gegenlaufen. Ah, okay. Oder kann ich auch da einfach gegen das Haus laufen und es kommt runter? Ich glaube nicht. So. Dann gehen wir hier mal lang. Entschuldigung. So. Muss ich hier rein, echt? Ja, tauchen wir mal. Ich sagte, tauchen wir mal und das bringt nichts. Ich glaube, das Wasser muss erst abgelassen werden hier. Also wir können es ja nochmal versuchen. Wir können nicht getaucht schwimmen. Gut. Dann, keine Ahnung, gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Und hier ist ja auch ein Weiser, also hier ist ein Weiser, das sehe ich nicht bei mir auf der Karte. Müssen wir das Ding erst kaputt machen? Na gut, wo war das Häuschen mit der Bombenblume? Gehen wir hier mal hoch. Aber ich komme hier gar nicht rein. Mit der Bombenblume. Mache ich denn das? Geh mal weg. Okay, das ist jetzt ein Problem. Also ich sehe das Häuschen, das Problem ist aber, dass hier dieser fette Stein davor ist. Was ist denn hier drin? Gar nichts. Ah. Wow, so viel.
Ich habe keine Ahnung, wie ich den bekämpfen soll. Vielleicht mit dem Hammer. Komm her. Mach was ab sofort mit dem Hammer. Boom. So, nichtsdestotrotz müssen wir ja... den einen Stein jetzt hier auch noch wegbekommen. Ich habe keine Ahnung, also irgendwann werden wir, denke ich mal, die Steine hier auch wegbekommen. Hast du davon? So. Darf ich mal hier durch? Ne, das ist... Das ist... Ah, ne, das ist was anderes hier. Wo war denn das? Ach, da oben, ne? Warte. Weil das ist ein ganz schönes Stückchen, denn mit der Bombe hier hinzu. So, komm mal mit. Irgendwie müssen wir dich doch nach da unten kriegen. Put, 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 put. Wie komme ich da hoch? So, mach mal kaputter. So. Hier haben wir eine Kiste. Und hier bekomme ich so 100 Rubine. Okay, so viel zu der. Und zu dem Stein. Wie muss ich doch hier hochkommen? Okay, das kriegen wir hin. Das Ding bekomme ich da. Diesen Mamai. Haben wir gleich, wartet. Ich muss nur... jetzt hier rein. Und dann komme ich auf der anderen Seite oben raus. Ist auch irgendwie komische Logik, aber naja, egal. Ist alles ein bisschen spiegelverkehrt hier. Doch, so hier bleiben und dann hier so. Und dann habe ich dich. Das Problem ist, kann ich... Ach, warte mal. Ich kann noch sicher? Sicher kann ich das, warte. Ich habe eine Idee. So, dann gehe ich hier nochmal... Hier ist auch schon wieder was. Na? Keine Ahnung. Kann hier nochmal alles kaputt machen. So. Bin ich eigentlich gerade? Ah, hier bin ich, okay, ich verstehe. So, nichtsdestotrotz will ich hier erstmal wieder rein auf die andere Seite. Und dann will ich mit dem Enterhaken, pass auf. Ach nee, so. Okay. Ha! Bin ich ein Genie? Das sind wieder nur 100 Rubine. Bang! Okay, dann kann ich hier wieder runter. Und hier mal lang. Aua. Du haust aber echt rein, ne? Ach cool, ich kann das damit verwirren. Das muss ich mir merken, dass ich das damit verwirren kann. Los Biene, du schaffst es. Sollte auch treffen. So, wir gehen mal zum anderen Schlüssel. Dann hole ich mir erstmal, weil ich wieder 800 Rubine habe. Neuen Gegenstand. Jo, schließen. Also irgendwas, was 800 kostet halt. Da haben wir noch ein Herzchen. Darf ich mal durch? Darf ich mal? Danke, danke, danke. Wobei, was ist das eigentlich für ein Häuschen? Da war ich auch noch nicht drin, oder?
Ja, wir einfach mal rein. Oder war ich hier vielleicht doch schon drinne? Hier komme ich nicht irgendwie vorbei. Ich hier auch nicht. Ich bin eigentlich im Wand an der Gebilde. Ich dürfte eigentlich da locker durchkommen müssen. Egal. Ich nimm's dir nicht übel, alles gut. So, guck ich mal. Na, hallo. Kann ich da eine Bombe reinsetzen und dann... Vielleicht, vielleicht. Ich sollte treffen. So. Ach, scheiße. Egal, dann kann ich wenigstens gleich zu Hause starten. Du hast eine Flasche? Ja, ja, bla bla. Die Fee müsste ich aber erstmal kaufen. So. Ich möchte die Bombe haben. Ich möchte sie kaufen. Danke. So, damit hätten wir schon mal ein paar. Dann fehlen mir jetzt noch 4 Items, die ich mir kaufen muss. Und die kosten... Warte mal, der Bumerang kostet 1200, oder? Ne, 800. Der Feuerstab... 1200. Und die beiden kosten auch 1200. Dann sind das jetzt insgesamt noch 4400, wenn ich richtig rechne. So. Was hast du davon? Bin mal weg. So, dann versuchen wir mal den Spalt da hinten am Haus jetzt mit der Bombe kaputt zu machen. Wäre doch eine Idee, oder? Tja. Ich find's cool, so. Enterhaken, Bombe. Ups, das war jetzt nicht geplant. So. Tja. Tja. Das war genauso geplant. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. So. Gehen wir hier mal rein. Hab ich jetzt den Kamin aufgesprengt? Blö. Du hast noch... Oh, ich hab noch eine Flasche erhalten. Cool. Kann ich jetzt mehrere Feen da aufbewahren. Aber dafür müsste ich erstmal wieder in die Stadt. Und die Feen kosteten wie viel? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Bam, mach Bam! So, hast du davon. Ach scheiße. Ich wollte den nochmal hauen. Ich kann das immer noch nicht richtig abschätzen, wann die mich treffen und wann nicht. Egal. Ja, ich habe eine Flasche, bla bla bla. Du verkaufst ja keine Feen hier. Schäm dich. So, jetzt sollte ich aber wieder mal ein bisschen ernster spielen hier. Bam. Na komm. Kann ich mich eigentlich selber treffen mit der Bombe? Ich versuch's mal. Guck mal. Ja, ich kann mich selber treffen. Gut zu wissen. Ich Idiot. Ich denke, dass ich noch die Lampe da habe. Boah, ich dachte, das killt ihn, Alter. Jetzt bräuchte ich mal wieder... Herzen, genau das. Natürlich noch... Oh, genau das. Und das. Ach, die Schlucht hört sich ja mal geil an. So. Bam, 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 bam. Gegen euch will ich nicht kämpfen. Ich schmeiß Bomben. Oh, das sieht cool aus. Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ich gehe hier mal rein. Ich gehe hier mal rein. Gut auch nicht. Hallo, lass mich mal rein hier. Tja, ich glaube, die empfangen heute keinen Besuch. Alter, das kriegt sie zurück. Ich sehe nichts.
ist doch unfair. Ich wollte eigentlich nur in die Stadt. Scheiß. So. Wird Zeit, dass ich mir so eine Feen-Dinge kaufe, ey. Boah, leck mich doch. Lol, jetzt geben sogar die Dinger. Und ich werde mal demnächst nochmal zur Hexe gehen. Irgendwie scheint mir die ganze Map gar nicht mehr so groß. Das staunt, ne? Da habe ich dich platt gemacht. Alter, komm ran hier. Ich muss ja da hoch jetzt. Ja, ja, und dieses Gepiepe gibt da so. Schluss jetzt. Nur schnell hier alles kaputt machen, damit ich hier Herzen aufhören kann. So, dankeschön. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Meine ich so. Die Biene macht auch ganz heile wieder so. Ich will nicht. Geht weg. So, wer verkauft dir die Bienen hier? Quatsch, die Feen. Du? Ich gehe einfach mal ins jede Häuschen. Ich kenne hier noch nicht alles auswendig. Nee, du, keine Ahnung. Hey, Kleiner. Was denkst du? Die Stoff ist ganz schön... Ja, bla bla bla. Das kenne ich ja schon. Ja. Also jetzt sollte ich so oder so mittlerweile genug Rubinen haben. Haha. Hat eine Bombe gereicht. Ist auch ein Riss. Habe ich den Riss schon? Ne, den Riss habe ich noch nicht gesehen. Du verkaufst es. Da, ich möchte die Feen. 77 Rubinen. Okay, die kosten doch ein bisschen mehr. Muss ich doch ein bisschen besser aufpassen. Hohohoho, 9.999 Rubine kostet so eine goldene Biene. Nee, danke. Da habe ich zum Glück schon eine gefunden. So, da habe ich erstmal mir zwei Feen geholt. Sollte erstmal reichen. Und dann gucken wir uns erstmal den Schlitz hier an. So, weil ich glaube, der war vorhin irgendwie noch nicht da. Schauen wir mal, wo uns der direkt jetzt hier hinführt. Huch, wen haben wir denn da? Hihi, wie bist du hier reingekommen? Wenn er etwas früher hier gewesen wäre, hätte es aber was peinlich ausgehen können. Hihihihi. Aber wie du siehst, bin ich gerade mit dem Umziehen fertig. Na, was hältst du von meinem Kleid? Hihi, du bist ja ganz rot. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Hier, als Entschuldigung bekommst du das von mir. Du hast ein Herz erhalten. Yay! Findest du mal weiter, um einen Herzcontainer zu bekommen. Ich lasse die Tür offen. Du kannst mich ab jetzt besuchen kommen, wann immer du willst. Hihi. Supi. Haben immerhin einen Herzcontainer bekommen. So, gehen wir mal wieder zurück. In die andere Welt. Und wir haben ja hier immer noch das hier, wo die olle Diebin unten ist. Aber hier kamen wir ja nicht weiter, ne? Und weswegen kamen wir nicht weiter? Ich weiß es nicht mehr. War hier irgendwas zu verschieben? Nö, hier war E-Boss. Gucken wir nochmal. Ich glaube, das war sowieso das Erste, was man überhaupt machen sollte. Aber hier kamen wir ja nicht weiter. Oh, das sind Rubinen. Die holen wir uns natürlich. So. Wie war denn das? Geh mal weg. Ich hab dich eingeladen. Warte mal, vielleicht muss ich den... ein Jahr mit hier rauf schicken lassen. Gehen wir noch mal raus. Ist er eigentlich wieder da, wenn ich reinkomme?
Nee, ne? Ich muss komplett raus. Gut, dann gehe ich nochmal komplett raus. Es ist nur eine Idee jetzt. Meine Ideen sind ja meistens sowieso ein bisschen... Ja, keine Ahnung. So. Also hier kamen wir ja schon gut weiter. So. Geht da, du sollst hier... Na gut, komm mal her. Hast du überhaupt einen Einfluss? Nee, bringt gar nichts, wenn du darauf gehst. Du kannst auch sterben. Ach nee, das war, weil ich jetzt darauf getreten bin, ne? Ja, gut, dann stirb. Dann schauen wir mal. Rad. Was waren mit diesen... Schau mal daneben. Ach, die werden nicht rüber gepustet. Dann leck mich doch. Okay, das bringt so kein rein gar nichts. Und hier war das Problem, dass wir nicht weiterkommen, ne? Was ist das für ein Vieh, Alter? Ich habe ja immer noch... Also ich denke ja immer noch, dass das Ding hier... Ja, dann zündet das sich einfach selber. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding besiegen kann. Vielleicht mit dem Kescher? Ups. Nö. Ich glaube ja, dass wenn das Ding hier besiegt wird, wie auch immer, ich habe keine Ahnung wie, dann... dann öffnet sich die Tür hier. Oder auch nicht. Weil die Tür öffnet sich erst, wenn ich das Ding da hinten aktiviere. Ja, keine Ahnung. Die Frage ist nur, wie wir jetzt da hinten raufkommen. So, Enterhaken hier runter, den Bogen mach ich mal da oben hin. Vielleicht reicht's ja, wenn ich auch... Ne, reicht nicht. Oh. Kann ich die Bombe nicht abschießen? Doch. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Irgendwas muss es doch mit der Bombe hier auf sich haben. Was habe ich denn noch hier? Hammer, Fackel. Der Fackel war ja auch nix. Gut. Pack die mal. Nö. Und ich möchte jetzt ja nicht schon wieder so viel Zeit hier verbrauchen. Aber irgendwie muss man doch darauf kommen, ey. Ich habe nur keine Ahnung wie. Ich habe keine Ahnung wie, Leute. Na, mit Kescher passiert auch nichts.
Was mache ich falsch? Kann doch nicht sein, dass ich wieder zu kompliziert denke, oder? Hier komme ich nicht weiter. Hier komme ich auch nicht weiter. Und wenn ich hier rumgehe, komme ich hier nicht weiter. Keine Ahnung. Ich kann es nochmal gucken, ob ich von oben irgendwas erreiche. Aber ich denke, dass ich hier irgendwas übersehe. Irgendeinen entscheidenden Faktor, aber ich habe keine Ahnung was. So, dann gehen wir mal hoch. Schaue ich mal von oben noch mal runter. Ja. Sammeltrieb, ne? Kennt ihr ja. Hier passiert nichts. Ich frage mich, was das mit den Dingen hier auf sich hat. Warte mal. Hätte ja sein können, dass da irgendwas passiert, wenn ich da irgendwas rauflege. Wäre ja cool gewesen. Aber ne. Nö, nö, will nicht. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Versuchen wir unser Glück woanders. Kann doch nicht sein. Also, guck mal, hier ist noch so viel zu machen. Und hier kriegen wir nur die Kiste. Das ist aber auch noch eine Kiste und ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. Es ärgert mich gerade ein bisschen, dass ich da einfach nicht weiterkomme. Und ich habe auch null Ideen. Zum Beispiel hier habe ich auch keinen Plan, wie ich die beiden gleichzeitig aktivieren soll, wenn ich hier nichts irgendwie reinschieben kann. Oder hinschieben kann. Das ärgert mich schon ein bisschen doll sogar gerade. Ach, hey. Na gut, dann lasse ich es erstmal. Und ich würde sagen, liebe Freunde, das war's dann auch erstmal für diese Folge. Sorry, dass ich da jetzt nochmal rein bin und die meiste Zeit damit verschwendet habe. Aber ja, ich dachte, vielleicht kann ich da nochmal irgendwas machen, aber naja. Habe ich mich geirrt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich doch irgendwas übersehen habe. Ihr müsst mir nicht unbedingt die Lösung in die Kommentare schreiben, aber ihr könnt mir gerne schreiben, dass ich da was übersehen habe. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch die Lösung schreiben. Müsste es aber nicht. Aber ich habe auf jeden Fall erstmal keine Ideen. Und ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal Feierabend mache. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.